man kann als Frau damit leben, dass einem ein Mann nicht die Hand gibt, solange man das Gefühl hat, man hat irgendwie zumindest noch die gleichen Rechte. Deshalb würde ich ganz gerne mal nach Ihrer Erfahrung jetzt fragen. Wir haben jetzt viele Flüchtlinge bei uns mit einem anderen Hintergrund. Frau James, was sind jetzt Ihre Erfahrungen mit Frauen? Was hören Sie von den Frauen in den Flüchtlingslagern? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir kennen eine Frau, die zwangsverheiratet wurde und sie hat gegen die Gewalt des Mannes angekämpft, hat ihn auch immer wieder gemeldet. Dann hat die Polizei es eben dem Mann verboten, sich dem Haus zu nähern. Und sie hat auch geschafft, dass er war auf Asyl da, abgeschoben wurde. Jetzt ist er durch die Flüchtlingswelle wieder zurückgekommen. Und sie ist jetzt nicht der einzige Fall. Wir haben Frauen, die von ihren Familien flüchten, also es ist bundesweit ein Problem. Und diese Frauen bekommen vom Staat keinen Schutz. Und hier ist, glaube ich, das erste Problem, dass wir keinen Opferschutz haben für die, die sich wirklich integrieren wollen. Das heißt, die Integrationswilligen und die Opfer des Islamismus werden im Stich gelassen, während man Islamkonferenzen und alles Mögliche hat. Ich würde mir vielleicht mal eine Opferkonferenz wünschen. Was sind denn die Probleme der Opfer? Wir haben jetzt auch eine junge Dame, die jetzt gerade hier auch in Berlin lebt. Sie ist auch zu uns gekommen. Sie war homosexuell, Familie wollte sie zwangsverheiraten. Und bei ihr war es zum Beispiel so, dass die Tante in einer Bank gearbeitet hat und über die Bank hat sie herausgefunden, wo das Opfer sich aufgehalten hat und hat dann quasi das der Familie verraten. Das heißt, nicht einmal da, an solchen Stellen kann man sich mehr darauf verlassen, dass man geschützt ist, weil die Loyalität innerhalb der Gemeinschaft immer höher ist als Loyalität zum Opfer. Und ich persönlich muss sagen, ich bin aus Pakistan geflüchtet in der Hoffnung, in Deutschland, in Europa die Menschenrechte als Frau wahrnehmen zu können. Und die Erfahrung mache ich, dass es hier auch nicht mehr geht und dass Europa Solidarität zeigt, aber mit den Falschen, nämlich die, die uns unterdrücken und die, die... Aber ganz konkret, wo zeigt die Bundesregierung Solidarität mit denen, die sie unterdrücken? Indem man zum Beispiel Formulierungen nimmt, in denen man zum Beispiel sagt, wir müssen differenzieren, aber dann differenziert man nicht zwischen demokratischen und undemokratischen Muslimen und lässt diejenigen, die Gewalt ausüben und lehren, auch hier leben, ohne Konsequenzen. Wir haben Menschen, die hier in Moscheen zu Gewalt aufrufen, zum Schlagen der Frau aufrufen und es passiert ihnen gar nichts. Ich finde, diese Menschen müssten wieder zurückgeschickt werden. Wie würden Sie das beurteilen? Ich hoffe, dass wenn das beobachtet wird und in einschlägigen Moscheen ist der Verfassungsschutz ja auch unterwegs und dass das dann berichtet wird und das ist natürlich eine Straftat. Aber dann muss man die zurückschicken. Warum? Also wir haben irgendwann einen Überwachungsstaat bei der Zahl von Islamisten, die auf uns zukommt. Wir haben über 40.000 Islamisten in Deutschland, die jederzeit Gewalt ausüben können. Und ich frage mich, was spricht dagegen, wenn man diese Menschen wieder in die islamistischen Länder zurückschickt? Teilweise auch. Aber Ehrenmorde und Zwangsverheiraten gibt es ja auch hier in Deutschland. Ja, aber die gibt es auch eben, es gibt auch Familiendramen, die jede Woche in der Zeitung stehen und es gibt auch Ehrenmorde und nicht nur aber ich verstehe es jetzt nicht. Natürlich gibt es auch Christen, die ihre Frauen ermorden, überhaupt keine Frage. Aber das Problem der Zwangsheirat und der Ehrenmord ist ein muslimisches Problem. Warum sagen Sie nicht, das lehne ich ab und da... Das habe ich das schon tausendmal getan. Also ja. Sie zeigen jetzt immer mit dem Finger auf die anderen. Der Ehrenmord ist kein muslimisches Problem, weil der Ehrenmord im Islam nicht angelegt ist. Also es gibt so viel aus den Quellen des Islams. Ja, machen Sie auch ein bisschen einfach, oder? Nee, es gibt keine einzige Stelle im Koran, wo Sie den Ehrenmord ableiten. Sachen zeigen, die du vielleicht noch nicht kennst. Und zwar die Sura Al-Kahf, Sura 18, Vers 74. So zogen sie weiter, bis sie einen Jüngling trafen, den er erschlug. Er, Moses, sagte, hast du einen unschuldigen Menschen erschlagen, ohne dass er einen anderen erschlagen hätte? Wahrlich, du hast etwas Verabscheuliches getan. Habe ich dir nicht gesagt, du würdest es nimmer fertigbringen, bei mir in Geduld auszuharren? Er, Moses, sagte, wenn ich dich nochmal nach etwas frage, so begleite mich nicht weiter. Von mir aus wärst du dann entschuldigt. Warum Prophet Khidr den Jungen getötet hat? Und jetzt lesen wir mal, und jetzt müssten wir eigentlich nur noch den Atem anhalten, warum er ihn eigentlich getötet hat. Und was den Jüngling anbelangt, so waren seine Eltern Gläubige und wir fürchteten, er könnte Schmach durch die Widersetzlichkeit und Unglauben über sie bringen. Was entnehmen wir aus dem Vers?
Ja, also der Prophet Ritter tötet ein Kind und Musa ist entsetzt, schockiert und fragt ihn, warum hast du ein unschuldiges Kind getötet? Ja, und Ritter will ihn, den Moses jetzt in Sachen Weisheit ihm was beibringen. Und sagt, ja, weil dieser Jüngling, seine Eltern waren Gläubige und wir fürchteten, dass dieser Junge später, wenn er erwachsen wird, dass er durch sein ungläubiges Verhalten und Widersetzlichkeit seine Eltern Schmach bereitet. Schmach und Unehre über die Eltern bringt. Das reicht und, allein schon aus. Ne? Genau. Und deswegen hat der Prophet Ritter dieses Kind getötet, weil er die Ehre der Eltern beschmutzen könnte später durch sein ungläubiges Verhalten. Du kennst ja diese ganzen Familie, die sagen, ja, dieses Kind von uns, der hat gelebt wie die Deutschen. Ja, ja. Ja, und er hat unsere Ehre beschmutzt. Ja. Ja, das sagen die doch. Mhm. Und ist das im Islam drin, im Koran? Ja. Ja, natürlich, eindeutig. Also, es gibt eine patriarchale Praxis, der Ehrenmord, die haben sie aber überall. Es gibt ja, Ehrenmorde in Sizilien, im Libanon, es gibt Ehrenmorde unter Christen, die es gab lange Zeit Ehrenmorde unter Katholiken. Also das ist kein, der Kausalzusammenhang ist nicht da. Ja. Dass sie jetzt natürlich da was sehen, also das ist zwei Dinge gleichzeitig passieren. Unter Muslimen gibt es viele Ehrenmorde. Da sage ich, schauen Sie sich mal an, wie ist die Analphabetenrate dort, wie ist die Bildungsrate der Frauen, wie ist die sozioökonomische Struktur. Ja. Und das hat viel miteinander zu tun, oder? Okay, Sie noch kurz dazu und dann haben wir nämlich noch, wir haben nämlich bald am Ende der Sendung. Also es gab den Begriff Ehrenmord nicht, aber die Praxis. Und Prophet Mohammed hat selbst dazu aufgerufen, zum Beispiel Menschen zu töten, wenn sie den Islam ablehnen, Sahih al-Bukhari, Vers 3017, Nummer 3017, ganz klar hat Mohammed gesagt, wenn jemand den Islam verlässt, soll er getötet werden. Das kann jeder nachlesen, dann weiß auch jeder, wer gelogen hat. Die Religion sagt ganz klar, man muss sich an die Gesetze des Landes halten. Das sagt der Koran unmissverständlich. Wo genau im Koran? Es heißt, es ist. Oh, da sind wir jetzt. Nein, das ist schade. Ich stelle auf meine Webseite. Nein, Sie sagen jetzt, in welchem. Das haben wir nach der Sendung. Nein, weil für uns ist das mal. Das ist ein Trick. Dann ist das schwierig, ja?